Und damit willkommen zurück zu Hitman. Vorgestern habt ihr die letzten zwei Dinger davon gesehen. Heute machen wir uns hier ran. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Oh, wir werden mal sehen. Ein Prolog haben, glaube ich, nicht. Das heißt, ich kann einfach weiterreden. Methode, Pistole, Verkleidung, sowjetischer Soldat. Das Ziel ist, weiß ich nicht, dieser Typ. Hauen wir den mal weg. Gucken wir mal in die Bestenliste rein, ob die heute mal lädt. Schon mal nicht so richtig. So, dann fangen wir mal an. Ist ja noch Stufe 1, dürfte relativ easy sein. Kannst du jetzt mal bitte starten? Danke. Ich hoffe, es ist relativ easy. Die Map kenne ich nämlich nicht so gut. Die Schiffsmap war schon meine Liebste, die war richtig cool. Es lädt. Ich hoffe, wir haben heute keine Internetabstürze, sonst kotze ich nämlich im Quadrat. Das gefällt mir gar nicht. Aber heute hielt sich es eigentlich bisher in Grenzen. Ich trinke jetzt kurz einen Schluck. Okay, das geht schneller als gedacht. Sehr schön. Okay. Ich glaube, ich hatte gesehen, dass ich für euch das Spiel lauter machen könnte. Deshalb tue ich das jetzt mal gerade ganz kurz. So. Dürfte reichen. Eliminieren Sie den Typen verkleidet als Soldat. Der Typ ist da oben. Sir, I'm sorry I can't let you through here. Now please turn around and leave. It's Right okay. now. It's okay. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. So, letztes Mal hatten wir das so gemacht, dass wir hier reingegangen sind. Dann haben wir den überwältigt. Dann haben wir I gedrückt, den Hammer genommen und ihn damit umgeworfen. Was dieses Mal gesehen worden ist. Aber das würde, glaube ich, sowas kompromittieren. Weil wir nicht unentdeckt bleiben, sondern der Body, von dem er schon gefunden worden ist. Das heißt, wir müssen dieses Mal schlauer reingehen. Wir müssen schlauer sein als in dem richtigen Spiel, was wir gespielt haben. Ist ja auch mal interessant, ne? Kannst du jetzt mal bitte aufstehen, du Assi? Danke. Ich glaube, hier gab es tatsächlich keinen Weg rein. Ich glaube, der einzige andere Weg, den es gab, war da tatsächlich. Weil hier kann man über den Zaun springen. Genau hier. Ich denke, dass die beiden mich sehen, wenn ich jetzt hier rüber gehe, deshalb warte ich gerade. Wobei hier könnte sogar passieren, dass sie uns nicht sehen. Haut ihr ab? Ihr haut ab. Sehr schön. Oh, die Marmeladenoma streamt. Nice. Da kann man übrigens gerne mal vorbeigucken. Das ist eine sehr sympathische, ich wollte gerade sagen, junge Frau, aber das wäre gemein. Weil wenn die alles ist, die ist super toll, die ist super lieb, die ist super nett, aber jung ist sie nicht. Großartige Frau, finde ich toll. Du gehörst mal kurz uns. Dich verkleiden wir erstmal. Dann stecken wir dich. Ups, nein. Entschuldigung, ich wollte ihn da reinstecken. Hab vergessen, dass man nicht mehr zieht, wenn man sich umzieht. So, rein mit ihm. Die beiden erkennen mich nicht, das ist sehr schön. Ich glaube, den konnte man sehr easy auslocken und hier hinter einfach ziehen. Aber weißt du, was man auch sehr easy konnte? Da eine Münze hinwerfen.
Ich hoffe, ich habe die nicht da reingeworfen. Kacke, ich habe die da reingeworfen. Das war doof, aber... Hast du es gehört oder nicht? Ich glaube, er hat das nicht gehört. Der Arsch. Oder? Er scheint es vielleicht doch gehört zu haben. Lass mal meine Münze fallen, ja? So, Verkleidung haben wir. Also wir müssen uns als Elite-Soldat verkleiden, dann muss ich mich nochmal umziehen. Also muss ich nochmal einen anderen suchen. So, du hattest doch eine schöne Waffe. Die stecken wir uns mal im Rücken. Nimm die Waffe, nimm die Münze, nimm die Münze. Der erkennt uns. Erkennen die uns auch? Nö. Warte mal. Wir sollen ihn mit einer Pistole umbringen. Mit welcher steht nicht dabei? Okay, das ist schön. Ich darf hier rein, ne? Ich darf hier rein, sehr schön. Gut, und wo ist unser Ziel? Da hinten. Gut, dass ich die Mission noch halbwegs kenne. Ich weiß, wo wir lang gehen können. Die Mission habe ich auch oft gespielt. Weil ein paar Mal einfach mein Internet hinweg war, glaube ich. So. Wir folgen ihm mal, weil ich würde ihn gerne mit der Schallgedämpfpistole hinterrücks ermorden, sodass es keiner sieht. Ich glaube, in dem Zimmer können wir ihn umbringen. Ihm. Wir können ihm in dem Zimmer umbringen. Nicer Deutsch. Schatz. Bitte ein bisschen leiser. Das wäre toll. Moin. Da läuft eine ganz schön komische Route übrigens. Also die ist ja im Part nicht gelaufen. Nein, Katze! Entschuldigung, die Katze gerade ein bisschen rumschreien. Gibt es hier? Hier gibt es einen Schrank. Wir stecken ihn natürlich noch in den Schrank. Nicht, dass hier jetzt gleich einer reinkommt und den sieht und sich denkt, warum liegt denn unser Commander tot auf dem Boden? Das fände ich nicht so schön. Weg damit. So. Ich bin niemand. Du hast mich nicht gesehen. Das war, glaube ich, gerade nicht so geil. Ich muss ja hier runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier runterkomme. Ich hoffe, der wird jetzt gleich nicht so verdächtig auf uns, dass er auf uns schießt. Noch ist er nur auf der Suche. Also noch ist alles easy. Was hat der Mann für Probleme? Halt die Schnauze. Du hast gleich ein Problem, und zwar mich. Ich glaube, das ist übrigens noch der einzige Ausgang aus dieser Mission. So, zack, beendet. Ich hoffe, wir haben es perfekt beendet. Auf jeden Fall nicht schnell genug, auf jeden Fall. Das wäre deutlich schneller gegangen. Ich glaube, 5 Minuten haben wir gebraucht. Ungefähr. Sammy? So, Mission erfolgreich. Weitermachen. Wir haben tatsächlich nur 4 von 5. Immer unbemerkt. Kacke. Dann spielen wir nochmal. Wir haben ja Zeit. Er lädt? Okay, danke. So. Wir waren nicht immer unbemerkt, wahrscheinlich weil der Typ uns das eine Mal gesehen hat.
So, springen wir mal hier rüber. Schleichen mal. Schleichen mal hier rüber. Ich hoffe, dass wir den Soldaten... Okay, der hat uns gesehen, scheiße. Hatte gehofft, der sieht uns nicht. Muss ich wohl tatsächlich abwarten. So, dann wollen wir mal los. Das heißt, wir müssen sowieso warten, bis die beiden weg sind. So, die Münze schnappen wir uns. Und dann gehen wir hier rein, was er natürlich nicht sieht. Er beobachtet uns die ganze Zeit, sieht, dass wir ganz komisch agieren und dann gehen wir in eine Kiste und sind weg. Perfekt. Jetzt müssen wir kurz warten, bis die zwei Sicherheitsleute da weggehen, beziehungsweise, ja, weiß nicht, Techniker oder sowas. Die hauen jetzt ab, dann können wir den Wachmann ausschalten, dann können wir den Soldaten ausschalten und dann sind wir schon wieder fertig. So, die gehen jetzt da am Auto vorbei oder am Tuk-Tuk, ich glaube, das ist ein Tuk-Tuk. Jetzt können wir aussteigen. Ist kein Tuk-Tuk tatsächlich. Puh, den habe ich fast nicht erwartet. Komm, geh weg. Ich finde es gut, dass sie die Waffen nicht hören, wenn die zu Boden fallen, aber andere Waffen hören die direkt. Also alle Sachen, die zu Boden fallen. Eine Münze, 10 Kilometer von denen entfernt. Was war da? Wie macht er das nur? Aufstehen. Waffen nehmen. Gut, wenn er hier ist. Warte, Tab. Gucken wir uns in das Auto. Gehen schon mal hier auf eine Münze. 1 Münze. Der kommt jetzt zurück, dann werfen wir die gleich dahin. Dann hört er das hoffentlich über die Distanz und geht dahin. Ich warte wirklich, bis er da ist. Ah, wie geil, dass er auch wirklich in die Richtung guckt. Finde ich feier, aber. Aua. So, jetzt wird er da hingehen. Ich hoffe, er geht wieder darum. So. Slow and steady, T, slow and steady. Also nimm ihn, danke. Weg mit dem. Die Waffe. Aufstehen. Waffe wegstecken. Achso, warte. Münze nehmen. Nee, ich wollte Münze nehmen. Haben wir die? Haben wir scheinbar. Schön. So, jetzt gehen wir wieder vorne rein. Machen das genauso wie eben gerade. Und sind fertig. Private? Dancer? Den Witz habe ich, glaube ich, schon im LP gebracht. Das weiß ich aber gar nicht mehr. Wer sich die Folge mal angucken möchte, ich verlinke die gerne. In der Endcard. Oder jetzt auch in der Infobox. Ich habe noch nie was mit der Infobox gemacht. Nur mal so, by the way. Könnte man ja mal mit arbeiten. Ich glaube, jetzt sind wir schon nicht mehr unbemerkt. Habe ich so die Befürchtung. Werden wir gleich sehen. Dann muss ich die Mission nochmal spielen. Dann muss ich noch schneller sein. Weil dann kriege ich es gar nicht mit, dass er weg ist. Okay, da ist Blut. Also ich weiß nicht, ob sie das bemerken. Ich hoffe wirklich, dass sie das nicht bemerken. Dass da Blut liegt. Ich weiß übrigens nicht, ob die Ausdruckweise, dass da Blut liegt, korrekt ist. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht korrekt ist.
Aber die interessieren sich scheinbar nicht so für Blut. Ich hoffe wirklich, dass wir immer noch immer unbemerkt sind. Und das nicht auch für die Leute gehen, die wir erschießen, weil dann sind wir praktisch wieder unbemerkt. Sonst wären wir auch mit der Überwachungskamera schon bemerkt. Nachdem, also auch nachdem wir sie kaputt gemacht haben. Wie alle Kills sind. Warum sind die Kills nicht unbemerkt gewesen? Erneut spielen. Ich hoffe, wir schaffen heute mehr als einmal. Schaffen wir heute zwei. Also ich wollte Missionen eigentlich maximal über 5 Folgen machen. Aber bei den Anfangsmissionen wollte ich halt wirklich nur eine machen. Weil sonst dauert mir das einfach zu lange. Okay, jetzt müssen wir einen kurzen Augenblick warten. Ich hoffe wirklich, dass wir warten müssen und den nicht so ausschalten können. Das wäre nämlich ziemlich behindert. Oh. Freddy streamt Robolex. Roblox. Nette Memes. Danke, Freddy. Aber Memes sind nicht so nett. Und jetzt habe ich versehentlich ein anderes YouTube-Video gestartet. Zum Glück habe ich das noch beendet gekriegt. So, die beiden sind da weg. Dann müssen wir jetzt noch eine Runde warten, weil dann noch ein Wachmann kommt. Und ich glaube, der hätte uns gesehen. Dann erschießen wir den dieses Mal doch wieder erst in seinem Arbeitszimmer. Naja, dann dauert das halt noch einen Blick. Das tut mir sehr leid, aber ich cutte das nicht. Ups, den hätten wir schon weghauen können. Komm, komm, komm. B. Weg mit dem. Tab. Nicht Tab. Caps. Caps Lock. Genau, Caps Lock. So, I. Eine Waffe, eine Münze gezogen, genau. Ich könnte ja mal versuchen, eine Münze zu dem da zu werfen. Das wäre so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. So. Ups. Damn. Gonna check out a possible intruder. Stand by. Mach mal. Check mal einen possible intruder aus. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass er ihn umhaut. Das hat er zum Glück nicht. F, Tab, T, B, B und F für die Münze. Aufstehen, loslaufen. So, wir hätten uns gar nicht so beeilen brauchen. Wir gehen jetzt nämlich dann in sein Büro rein. Nein! Dumme Katze. Schafft euch eine Katze an. Katzen sind gut. Kauft Katzen. So, dann gehen wir mal kurz hier rein. Gehen da hoch. So, dann laufen wir schnell rüber, weil der gerade nicht guckt. Denn immer wenn der guckt, sind wir richtig am Arsch, Dicker. Hallo. Das ist nicht so schlau, hier schnell reinzugehen, weil dann sieht er das, wenn wir hier rein, also wenn er reinkommt. Sieht er uns dann. Wir gucken mal kurz, wo der ist. Er steht noch da. Den habe ich ganz vergessen. Scheiße. Muss halt echt hier stehen. Jetzt komm doch! Eben ist er so schnell gekommen. Warum kommt denn jetzt nicht? Jack!
Ich glaube, der hat keinen. Ja, jetzt kommt er. Okay. Gut. So, mein Kater nervt gerade ein bisschen, das tut mir sehr leid. Ich könnte auch einfach da reinschießen, aber das würden die halt sehen. Ich mach mal so. Und dann mach ich so. Der Typ im Jubel ist gerade schon wieder fast gesehen. Ja, jetzt kommt der jeder rein. Du brauchst hier nicht 10 Minuten lang irgendeinen Scheiß angucken, Jack! Leck mich! Boah! Ist das scheiße, ey! Was sieht der den Körper? Ja, leck mich. Tut mir wirklich leid, dass die Katze gerade im Hintergrund quietscht. Oh, aber ich kann da gar nichts drin machen gerade. Das wollte ich nicht. Was? Nein, Mission neu starten, ja. Leider muss man jedes Mal die Mission komplett neu starten. Das ist ein bisschen doof. Ich verstehe auch, warum man keine Speicherpunkte machen kann, aber es wäre halt trotzdem schöner. Und wäre es zwar viel einfacher. Was sieht der das denn? Als ob der da hinguckt. Meine Fresse. Dann versuchen wir es vielleicht mit einer Münze. Ich will das jetzt schneller schaffen. Was geht mir hart auf den Sack, dass ich dann immer noch mal warten muss, bis er. Ich wollte gerade sagen, läufst du jetzt mal? Manchmal kotzt einen das richtig an. Los, lauf dahin. Scheiße, die drehen sich gleich genau um, wenn er da ist, oder? Ja, fick dich. Laden. Okay, nix laden. Neu starten. Ich habe mich in den Missionen so darauf gewöhnt, die nicht neu zu starten. Jetzt muss ich die immer neu starten. Ist das scheiße? Gut, wir müssen warten. Kacke. Oder natürlich. Aber ich glaube, das fällt auch auf. Wir werfen eine Münze. Dahin. Hauen den um. Ach, leck mich, das sehen die auch. Was ist behindert? Gut. Wir müssen es so machen wie am Anfang. Wir müssen leider den Bullen weghauen. Den Wachmann, Entschuldigung. Und dafür müssen wir erstmal 10 Minuten warten. Obwohl es vielleicht gehen könnte, dass wir uns hier reinsetzen, uns hinsetzen, kurz darauf warten, bis die Jungs weggehen. Und den Typen davor schon mal in eine andere Richtung schicken. Oder wir holen uns natürlich einfach den hier. Dann müssen wir nicht zwei Leute ausschalten. Und den legen wir einfach hinter irgendwelche Kisten, ist ja scheißegal. Ich glaube, das ist deutlich einfacher. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht hier hin. Aber ich denke, bis der da ist, sind die auch weg.
Oder? Geh mal ein bisschen schneller, Jungs. Sobald die im Rücken sozusagen sind. Entschuldigung. Werde ich ihn hier nur schnappen. Direkt seine Waffe aufheben. Hier B drücken und ihn erstmal hinter die... Leck mich, ich habe ihn... Ach, kacke. Nicht laden. Mann, Mission neu starten, ja. Ich muss mich gleich um die Katze kurz kümmern. Da, meine Freundin, gerade wie lange man weg ist. Den hier um die Katze kümmern. Leck mich. Gott. Also diese Mission war auch richtig frustrierend, als ich sie so gespielt habe. Alter, momentan sieht es halt echt so aus, als ob ich nicht mal eine Mission schaffen würde. Weil ich halt einfach keine Lust habe, das hier 10-mal... Also weil ich einfach keine Lust habe, das... Ah, hier ist sogar eine Kiste, nice. I. Münze. Öffnen wir hier mal dahin. Hört ihr das? Das hört er natürlich. Nein! Das ist natürlich sehr schön. Dann werfen wir die nächste einfach mal weiterhin. Geh, 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 lass. Das hat man natürlich nicht gehört auf einmal. B. E. T. F. 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 Und Tab. Woo! Nice. Nicely done. Das war im Endeffekt jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller. Weil wir sonst noch hätten warten müssen, bis der Typ sich bewegt. Aber es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob wir schneller oder langsamer sind. Das Schlimme ist ja, wir müssen ja gleich auf diesen Typen warten. Ja, das sollen wir nochmal probieren, ihn woanders auszuschalten. Ach komm, wir schalten ihn nochmal in seinem eigenen Büro aus. Kack drauf. Moin, Dancer. Hier rein. Okay, wir haben scheinbar doch viel länger gebraucht. Der ist ja schon auf dem Weg. Was macht der da? Okay, wir waren scheinbar doch viel schneller als vorher. Wir könnten den weghauen. In die Kiste stecken und dann dem Typen einen Headshot von hier aus geben, aber... Das wird den beiden Leuten natürlich auffallen. Ja, warte mal. You, bring me those projection slides from the reception and be quick about it. You, bring me those projection slides from the reception. Der sagt nur immer wieder das Gleiche. Ich beeil mich hier nicht. Mach los, geh wieder in dein Büro, dann erschieße ich dich. So, ich habe mich mal kurz das Katers erledigt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, ich sneake nicht. Ich sneake nicht. Ich sneake nicht. Okay, da steht auf jeden Fall einer drin. Das sehe ich von hier aus. Zwei. So, ich werde versuchen, hier mit Münzen in den Raum zu locken. Sobald die beiden raus sind, schließen. Ich weiß nicht, ob ich den Raum offen machen kann und der dann offen bleibt. Ich glaube nämlich nicht.
So, du gehst doch auch gleich raus, ne? Ich manipuliere das Schachspiel so nicht. Achso, warte mal, ich kann ja schon mal hier auf die wechseln und dann wegstecken. I. Münze. I. B. B. E. E. Ich wüsste nicht, woran die das bemerkt haben wollen. Vielleicht, weil er weg ist. Aber eigentlich hat der ernsthaft die Münze gehört? Gucken wir mal nach, ob der uns jetzt feindlich gesinnt ist. Er hätte keinen Grund dazu. Okay. Ich habe die Waffe noch gezogen. Ups. Okay, nice. Jetzt gehen wir ganz schnell hier runter und ich hoffe wirklich, dass die uns jetzt nicht gesehen haben. Scheiße. Ich hab keinen Bock, diese Mission hier noch 10-mal zu machen. Sonst lasse ich die einfach so unfertig. So, geh. Ich wette, wir sind nicht immer unbemerkt. Ich weiß nicht, ob wir für unbemerkt sein auch keine Münzen werfen dürfen. In der letzten Mission ging's. Komm, sag mir bitte endlich, dass ich unbemerkt war. Bitte, bitte. Ja, wir waren oh Gott. Nice. Nice, nice, nice. Perfekt. Eskalierende Situation. Ich weiß nicht, was eine eskalierende Situation ist. Aber egal. Gut, wir machen im nächsten Part, denn das sind jetzt schon 32 Minuten. Gott, die nächste Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.